Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Stardew Valley. Es geht weiter. So, ich habe den Platz mal gewechselt. Ich habe eh das Holz holen müssen und ja. So, wie schaut's aus? Die Zeit läuft weiter. Ja. So. Und weil hier gerade ein Feld war, ich gedacht, dann kann ich auch hier bleiben und da erfischen. Da gibt es auch andere Fische, glaube ich, sogar. So, der Fisch ist ja so sehr zäh hier unten am Boden. Ah, da gibt es Karpfen zum Beispiel. So. Treffer. Das sind ja wahrscheinlich alles Karpfen jetzt, was ich hier rausziehe. Ja. Ja, ich weiß nicht, vielleicht war am anderen Ort jetzt auch das Feld weg, aber ich habe gar nicht mal geguckt. So, jedenfalls. Ach, ein Waldspringer. Jedenfalls gibt es hier halt auch so ein Feld hier, so ein Blubberfeld. Warum nicht? Kann man doch gleich hier weitermachen. Außerdem ist es, glaube ich, naja, ein bisschen näher am Hof. Auch nicht wirklich, naja. Nee, es ist genauso weit weg. Noch ein Waldspringer. So, Guru. Ach, eine Truhe. So, für den Rang machen wir das ja nicht mehr. Wir haben jetzt schon in allen fünf Kategorien den höchsten Level erreicht. So, vier. Ah ja, genau, da wollte ich auch noch was gucken. Da wollte ich mir ja wegen den Dings da gucken, wegen den Treppen, die nach unten gehen, wie viel man da brauchen, also wie viel Material und so, ob sich das rentiert. Wenn wir dann in der Wüste dann vielleicht mal den Grund der Mine erkunden können irgendwann, ne? Weil jetzt so in der letzten Zeit haben wir keine nach unten Löcher mehr gefunden, wo man durchfallen kann. Und wenn man so einen normalen Lauf macht, da kommt man meistens nur so vielleicht 10 Level weit. Und da ist die Zeit um, da muss man ja nach Hause gehen. So. Und da es halt keinen Lift gibt, kann man ja auch nicht wieder einsetzen, wo man schon war, ne? Ist halt leider anders wie die andere Mine. Halt. Wow. Jetzt habe ich fast einen Fisch verloren. So. Ein Karpfen. Ja, hier gibt es bloß Karpfen anscheinend. Diamant, jawohl, Köder, okay. Und die Waldspringer natürlich. Das war ein bisschen zu hoch geworfen, aber trotzdem klappt es noch. Ah, noch eine Truhe. Bremse, ja, wow, gerade so. Ja, der Fisch ist jetzt zwar auch geklettert, aber trotzdem, manchmal hat man viel schneller dann wie die Kiste, ne? Eine Geode kann man brauchen. Wenn was Gescheites drin ist, oder wenn ein Stein drin ist, lohnt sich halt wirklich nicht. Das ist dann für gar nichts. Oder Lehm, wenn drin ist, das rentiert sich auch nicht. Wow, das war knapp. Der Fisch, habe ich gedacht, bleibt unten, deswegen habe ich schon abgebremst, deswegen. So, noch ein Karpfen. Und was haben wir hier? Nochmal Köder, jawoll. Da darf ich gar nicht so weit werfen, das muss ich ja berücksichtigen, wo auf der Mühlenköder verschwindet. Treffer. Ah, bald ist meine Energie futsch. Ja. Der Fisch kommt mir hinterher, sehr schön. So. Noch ein Waldspringer. Und, na, Kupfer. Du bist langsam erschöpft, jawohl. Aber nur ganz langsam. So. Ja, unser Truhenfinde-Algorithmus funktioniert ganz gut momentan. So. Wir haben ja das Perk, dass wir mehr Truhen finden beim Fischen. Das haben wir ja damals ausgewählt. So, Treffer. Dililitit. Perfekt. Ein Karpfen. Jetzt sollte ich mal was einschmeißen zum Essen. Ah, ich habe das eine Weizen hier noch geerntet. Was könnte ich hier mal geschwind essen? Nee, das rentiert sich nicht. Ein Schaschmi.
Ja, ein Schaschmi könnte ich geschwind mal reinknuspern. Alles andere lohnt eigentlich nicht. Hätten wir jetzt was mit Fischen gehabt, dann hätten wir das nach dem Markt nehmen können, ne? So, der Witz ist immer, dass er dann immer falsch in die falsche Richtung guckt, wenn er was isst. So, Guru, ein Treffer. Keine Truhe. Nein. Schade. Dann halt nicht. Einmal Karpfen. Ach, jetzt ist das Feld weg. Ja, toll. Okay. Dann ernten wir halt so, genau. Dann fischen wir halt noch so ein bisschen weiter. Oder, ne, einmal noch. Eine Trühe. So, genau, punktgenau abgebremst. Das schafft man nicht immer. Man muss im richtigen Zeitpunkt abbremsen. Ein Karpfen. Und was haben wir noch? Oh, 10 Köder. Das können wir natürlich brauchen. Ja, das tut ja fast unseren Angelding hier wieder auffüllen. Ja, 240 haben wir noch. Also wir können doch großzügig angeln. So, ich will jetzt aber mal gucken, ob wir vielleicht doch noch woanders an einem anderen Ort eine bessere Chance finden zum Angeln. So. Ja, ich habe die andere Folge ein wenig zu lang gemacht. Deswegen wird das heute vielleicht, aber nur vielleicht, eine kürzere Folge. Ja, aber hofft man dazu arg. Ja, hier. Zu viele Bäume. Ah, guck dann, hier ist noch ein Fischgrund. So, einmal rum. By the way, könnte man da auch noch mal kurz, haben wir die Zwiebeln eigentlich heute schon geerntet? Ich glaube nicht, oder? So, mal gucken. Ah, da sind sie nämlich noch. Oh, das ist gar nicht wenig hier. Frühlingszwiebeln. Exzellent. Ausgezeichnet. So, das ist das Ding weg. Nee, doch nicht. Okay, wir haben Glück gehabt. Angel. So, jetzt müssen wir die Weide rausfinden. Na, ein bisschen zu kurz geworfen. Na, dafür gibt es eine Grünalge. Dankeschön. Ja, fast. Ein bisschen weiter kann man werfen. Jetzt ist das Ding auch weg. Ach, nö. Gemein. Das war ja irgendwie klar, dass es jetzt verschwindet. Na, noch eine Grünalge. Der Platz ist, quält man nicht, wenn wir da nur Algen kriegen. So, wir reiten weiter. Vielleicht finden wir irgendwo nochmal so eine Quelle hier, wo es Fische gibt. Also, es gibt zwar immer Fische, aber trotzdem. Ich möchte halt Speedangeln machen hier, also, dass da ordentlich Fische reinkommen. Und nicht hier so lahmarschig hier. Ja, die Kuh schläft schon beim Stehen. So. Mal hier noch beobachten, haben wir hier noch irgendwie so ein Fischdings hier. Da muss ich hier oben rumreiten, weil sonst da unten kommt man nicht durch. Da, nein, am Meer brauche ich jetzt nicht erst gucken. Da war das alte Feld, da ist nichts mehr. Vielleicht da oben rum. Ja, hier reiten wir ja auch nicht oft vorbei, ne? So, jetzt können wir noch hier in dem Flussverlauf gucken. Das Problem ist, hier komme ich halt mit dem Pferd dann nicht mehr durch, deswegen muss ich auf den Fuß laufen. So, und jetzt kann ich wieder reiten. Ach, da kommen wieder die Eule. So. Wie schaut es denn hier aus? Haben wir hier vielleicht noch was? Da kommt mal drüber. Okay, da müssen wir auf den Hand gucken. Nö. 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 Sieht schlecht aus, Leute. Tja, gut, naja. Wenn bleibt mal halt hier geschwind. Angeln wir hier noch ein bisschen. Im Bergsee, dann waren wir so fast überall. Außer am Meer jetzt hier. Aber da habe ich jetzt keinen Bock mehr, zum Meer hinzugehen. Ach, Grünalgen, Dankeschön. Ja, die Karten sind nämlich eh nicht viel wert, deswegen ist es ganz gut so. Ah, da hätten wir ruhig noch ein paar mehr rausziehen können, aber ja, ihr seht es ja, das war dann weg, das Feld. So, was gibt's hier? Zwergenwels. Das heißt, es ist ein ganz kleiner Fisch, oder wie? Ja, Grünalge, danke, da kann ich wieder grüne Suppe kochen. Algensuppe. So.
Oder man kann auch eine Algenpackung machen, oder? Ist gut fürs Gesicht eigentlich. So, und Treffer. Also man sieht halt hier, wenn man normal angelt, dauert es halt wesentlich länger, bis so ein Fisch anbeißt. Ja, das war jetzt hier verbockt. Okay, was haben wir? Ein Kaulbarsch, der ist auch zu viel wert. Gleich bin ich wieder erschöpft, jawohl. Naja, Schnarch. Wenn die Tümpel am Hof her vielleicht hier Fische hätten, aber das haben sie nicht. Da zieht man eigentlich nur Müll raus. Deswegen kann man das Ganze knicken. Und das ist eigentlich nur gut, um da Reusen anzubauen. Die Reusen, die tun nämlich eigentlich immer irgendwie Krebse oder sonst was enthalten. Oder halt Müll, ja, wie überall auch. Noch ein Karpfen. Eine Geode, die nehme ich natürlich gern. Einmal können wir noch werfen. Und dann sollten wir gucken, dass wir uns verziehen oder noch mal etwas einwerfen zu essen. So, und Guru? Nein? Doch, Guru. Der Guru des Fischens. Perfekt. Was haben wir? Ach, noch ein Karpfen. Und jetzt tun wir mal noch mal Sashimi essen. Das ist so eine Art rohes Fischgericht, glaube ich. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kriegt man hier weniger Truhen. Irgendwie kommt mir der Eindruck. Ah, jetzt haut er ab, der Fisch. Ja, so ein Freckling, du. Jetzt haut er ab, der Kerl. Lalalala. Gleich haben wir 23 Uhr. Aber das hält uns nicht auf. Wir können noch ein Stündle bleiben hier, auf jeden Fall. So, Treffer. Wir wollen ja noch Pilze ernten. Also ich beende den Tag nie vor 0 Uhr, ne? Hat einfach nur den Grund, weil ich die Pilze ernten möchte. Ansonsten, hey, könnte ich ja sagen, ja, wir machen mal mehrere Tage in einer Folge, aber wenn ich sage, ja, ich gehe sehr früh ins Bett oder so, nur einfach um ein bisschen was zu skippen hier vom Frühling und so weiter. Nee, aber ich will das immer mitnehmen, die Pilze hier und so weiter. Wenn wir mal 99 Pilze haben, also 999 Pilze, dann können wir das vielleicht auslassen hier die Höhle. Jedenfalls habe ich mich da damals für die Höhle entschieden, für die Pilzhöhle. Was eigentlich viel besser ist wie diese komischen Fruchtfledermäuse hier. Habe ich jetzt schon mal gelesen irgendwo. So. Köder. Wir haben 23 Uhr. Und einen Treffer. Wen versenkt man denn hier? Blink. Einen Wels wieder, ja. So. Weiter geht's. Treffer. Keine Kiste? Nein. Schade. Gibt halt nicht immer eine Kiste, ne? Zwergenwels. Du bist wieder langsam erschöpft. Ja. Treffer. So, warten. Eine Truhe. Ups, ah, da muss ich nochmal den Fisch ein bisschen andocken. So, jetzt hat er mir sogar in die Hände gespielt, der Fisch. Antikes Schwert. Toll. Ist eigentlich schon was für die Mülltonne hier. So, wegen den 100 machen wir jetzt lang rum. Rein theoretisch kann ich noch einmal angeln. Weil ich glaube, der Wurf braucht immer 7. Und dann haben wir nämlich genau 0 Energie. Aber das will ich jetzt nicht hier so spitz auf knapp treiben hier. Warte mal. Ja, mir gehen die Tasten aus. Hier hinten, da komme ich gerade hin. Ich weiß gerade, welche Tasten das sind hier. Ja. So, 1, nee, 2. Das sind ja 12 Felder hier, die Werkzeugleiste. So. Warten. Und jetzt nach oben. Wow, das war knapp wieder. Der Fisch, der hätte mir nämlich hier fast ein Schnippchen geschlagen und am Grund geblieben. Kalbarsch. Und ja, Köder. Switch.
So, kriegen wir die Energie noch fertig hier oder macht's vorher schon ZZZ? Na, wenn jetzt sind wir halt dann 20 Minuten über. Ja, wobei die Folge hier, die wird gar nicht so lang, so kurz meine ich. Doch, das sieht ganz gut aus. Das wird eigentlich wieder eine Standardfolge. So mit so 20, 25 Minuten hier. Das finde ich eigentlich ganz gut für die Folgen hier. Und das ist auch meistens so die Länge der Folgen, die ich anpeile bei Spielen. Außer jetzt bei Factorio, da mache ich länger auf jeden Fall. Wer es kennt, der weiß warum. Weil es Factorio einfach irgendwie so einen in Bann zieht, dass man da immer vergisst, dann mal Schluss zu machen, ne? So. Kaulbarsch, die sind halt viel wert. Normalerweise nicht. So. Nein. Grünalge. Treffer versenkt. Let me see on this page. So, jawohl. Perfekt. Ein Karpfen. So, kriegen wir das noch fertig hier? Ja. Könnte knapp werden, aber ja. Ist das 0 nach 10? Quatsch. 10 nach 0 Uhr. So. Blink und ein Wels. Dreimal angeln können wir noch. Treffer versenkt. Eine Truhe. Warten jetzt. Bei solchen Bodengründlern, da muss man immer ein bisschen aufpassen, wie gesagt. Dass man die dann behält. Ach, gefrorene Tränen, zwei Stück. Gut, auf die bin ich jetzt nicht mehr so arg scharf, weil ja, ich brauche die jetzt im Moment nicht so wirklich. Zweimal geht noch angeln und dann ist Schluss, dann müssen wir eh nach Hause. Dann kommt der nächste ZZZ. So, noch einmal. Ja, ich bin wieder langsam erschöpft. Jawohl, ich weiß. 7 verbraucht so ein Wurf, egal wie weit. Ja, das geht aber noch mal ganz gut hier von der Zeit her. Jetzt da das letzte Eckle, da hat er jetzt dann gemeint, er muss über den Balken gehen. Ach, da ist ein neues Feld, das kann man eh nicht nutzen. Man kann ja nicht schräg werfen. Das ist ja Blödsinn. Guru. So, 0:40 Uhr, das ist eine ganz gute Zeit. Blink und noch mal ein Karpfen. So, ich mache trotzdem mal Zeit einfrieren, weil ich sonst nicht rechtzeitig nach Hause komme, ohne dass ich dann wieder Energieprobleme habe. Das möchte ich einfach vermeiden, dass nach 1 Uhr, das ist eigentlich ein bisschen komisch, ne? Dass man da halt dann, naja, klar, er steht um 6 Uhr auf. Wenn er bis 2 wach ist, dann hat er bis 6, ja, bloß 4 Stunden Schlaf, ne? Da wäre ich auch ein bisschen knatschig. Ist ganz legitim. Oh, da ist noch so ein Lauch hier. Inventar ist voll. nee, das können wir lösen. So. Ach, da zappelt es noch einmal. Was haben wir hier noch? Halt, falsch. Oh. Huh. Ja, noch zwei. Nett, dass wir hier gleich wieder den blauen Smiley kriegen, der mich dann ärgert. So, jetzt müssen wir erstmal was loswerden, damit es weitergehen kann. So, das Müllzeug, das kann man hier reinpacken. Den Kupfer auch erstmal. So, was haben wir sonst noch? Hier ein bisschen Mayonnaise, die kann man gleich mitnehmen. Haben wir Kohle gekriegt? Ja, Kohle haben wir. Hat man die gefrorene Träne, kann man aber hier lassen. Und das hier auch, den Diamant können wir hier lassen. Okidoki. Den Honig, da haben wir bestimmt ja noch Honig, oder? Ja. 5 Wildhonig. Naja, den können wir auch hier drin lassen, oder? Haben wir Harz oder irgend sowas? Nein. Habe ich hierfür was? Stein, ja. So, warte mal.
Der Lauch, den wollte ich oben reinpacken ins Haus. Jetzt muss ich mal hier ein bisschen sortieren. Der Zwergwels, die vier, die sind zu Verkauf. Der Waldspringer ist auch viel wert, deswegen weg hier. Kalbasch ist nicht so arg viel wert. Alles unter 100, können wir sagen, wollen wir nicht verkaufen. So, der Zwergwels ist golden, den können wir auch verkaufen. Karpfen ist nichts wert, die Brasse ist nichts wert. Der Gotteslachs ist eigentlich auch nichts wert. Ja, so bleibt's. Das will ich einlagern, das will ich einlagern. Das Weizen, gut, das müssen wir eigentlich auch einlagern. So, die Geode gehört einmal hier hin. Und jetzt holen wir uns noch die Pilze ab. Ah ja, es passt wie von der Folgenlänge. Und ich habe gedacht, ich habe es in der ersten Folge wieder übertrieben. So. Na, alles nur normale Pilze und eine Meuchel. Violette Pilze sind sehr selten anscheinend und auch die roten sind ein bisschen selten. Aber ja, wir werden schon noch welche kriegen. Wie schaut es denn hier aus? Ah ja, sehr schön. Helles Bier wird hier gerade gebraut. Weizen, Wein. Mal neu sortieren. Warte, wir können ja mal Weizen hier. Jetzt reicht es erstmal mit dem hellen Bier. Mein gut, die Dings braucht man auch, den Hopfen für Bier normalerweise, aber das ist im Spiel ja nicht so. Warte mal, der Karpfen hier, der ist aber auch nichts wert hier. So, jetzt stimmt's. Dann machen wir mal hier die Meuchel rein und die Pilze. Ist da noch mal eine Mayonnaise fertig geworden? Nein. Man weiß ja nie. So. Die Tierstall-Dinger habe ich auch schon zugemacht, weil vorhin, wie ich da vorbeigelaufen bin, oder? Nee, habe ich noch gar zugemacht. Ja, da muss ich mir das noch nachholen, sonst hauen die wieder morgens früh ab. Das mag ich nicht. So, die Garage und hier die kleine Luke. Normalerweise passiert nichts. Man kann Tiere auch aussperren, wenn man die Luke zu früh zumacht, wenn noch nicht alle drinne sind. So. Jetzt hat er hier. Nee, nicht an Fernseher, hier an das Dings. So, da haben wir noch mehr, da noch mehr und da noch mehr. Den ganzen Fisch, den können wir ja natürlich einlagern, aber wir haben gar nicht so viel Platz, ne? Ah, da haben wir schon so einen schwarzen Barsch hier. Moment mal, warte mal. Also Karpfen ist überhaupt nicht viel wert. Kaulbarsch eigentlich auch nicht. Gutes Lachs. Wenn wir aus den paar Fischen, die wir hier haben. Wenn wir die einfach mal benutzen und da draus schon mal Dünger machen, das wäre vielleicht was, oder? Ach, guck, da kann ich gebackener Fisch machen. Ja, das können wir auch mal machen, meinetwegen. Neuer Erfolg Koch, ich habe genug Rezepte produziert. Ja, komm, dann machen wir halt mal vier davon, was soll's. Haben wir jetzt wieder ein paar Fische hier verschwendet, okay. Und jetzt hole ich mir halt einfach den anderen Fisch hier noch raus. Den Lachs will ich gern behalten. Den einen Gotteslachs hier tue ich mir noch herholen. Das ist mir jetzt egal. Da können wir ja, das war jetzt das halt das eine, was man hier machen konnte. Jetzt brauchen wir ein Harz. Harz 4 sozusagen. Das ist nicht genug. Hier machen wir mal. Ja, wir holen uns ein ganzes Deck hier. Was soll's? Den Qualitätsdünger bitte. So, alle Fische hier verklappen hier zu dem Dünger. Ach, 30 haben wir jetzt. Naja, das reicht nicht ganz. 120 Felder waren es. Jetzt sind wir ungefähr bei 90 Feldern, glaube ich. Weil wir hatten vorher 53, glaube ich, Dünger, ne? So, wir sortieren das nochmal hier. So. Der Harz kann jetzt hier rein. Ja, gut. So viel Harz haben wir jetzt eigentlich auch nicht mehr, ne? Also, es sind noch 900, aber trotzdem. Wir haben halt kein ganzes Deck mehr davon. Ne? Müssen wir schon mal langsam aufpassen, dass wir dann mehr Harz kriegen, ne? Unbedingt. Was wir eigentlich auch bräuchten, wir könnten natürlich hier mal noch Riegel herstellen. Halt, was habe ich denn da? Das war Blödsinn, das will ich nicht einsammeln. So, da machen wir mal noch Riegel.
Hier. So, Pam. Ja, die Zapfen haben wir genug und die Eicheln jetzt hier auch, aber wir brauchen halt wieder diese Ahornfliegerle hier. Düdüm. Ein Computer haben wir noch. Und die Rollen, ja, die Rollen, die sammle ich jetzt schon gar nicht mehr so wirklich. Die lohnen sich nicht. Und das Zwergenzeug hier, 100. Naja, wenn wir noch 10 Stück haben, aber 1000, dann ist es auch. Das kleine Zeug läppert sich dann auch, ne? Gebackener Fisch. Okay, jetzt ist auf jeden Fall die ganze Sache mehr wert. Na gut, da ist auch Weizenmehl dabei und so weiter. Das müssen wir alles immer hochrechnen, ob sich das überhaupt lohnt, manches Gerichte zu kochen. So, was ich noch gucken wollte, jetzt machen wir es erst recht. So, wo sind diese Treppen? Hier, Treppen. 99 Stein. Warte mal, das bedeutet, bei 999 Stein kann ich 10 Treppen herstellen, ne? Ja, das, damit komme ich nicht sehr weit. Aber Stein kriegen wir immer genug. Wie viel Stein haben wir momentan? Ja gut, wir könnten einen ganzen Stack zu Treppen machen, aber das machen wir jetzt noch nicht. Das schauen wir mal. Weil Stein werfe ich ja meistens immer mal weg, wenn es halt eng wird im Inventar. Naja, gut. So viel dazu. Und jetzt gehen wir mal langsam in die Bettgefilde rein. So. Zeit lösen. Zeitbremse. Ja, ins Bett gehen. So, das war der Tag 4. 1000 mit Mayo und so. Oder? Es war nur Mayo, oder? Ja, es war nur Mayo. So groß brauchst du Fenster nicht machen. Ja, und hier Kaustäbel und so Krempel hier. Getrockneter Seestern, das ist nichts wert. Na, ja, 1000er haben wir gut gemacht hier. Einen guten 1000er. Ja, da zeige ich mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, hinterlasst einfach mal ein Like, einen Kommentar oder sogar ein Abo, wenn noch nicht geschehen. Ja, und ansonsten kann ich euch auch noch nicht helfen, ne? Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Legolas.